بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. Beim Siebengestirn, wenn es singt, euer Gefährte Mohammed ist weder verirrt, noch ist er im Unrecht, noch spricht er aus Begierde. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ali baytihi al-tayyibin, al-tahirin, al-ma'asumin, al-akhyar, al-muntajabin. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Mit dem sechsten Teil machen wir die Vernichtung der Sunna weiter und machen wir natürlich mit dem zweiten Khalif weiter und wie er die Sunna verbrannt hat. Und in dieser Aufnahme werden wir auch was Neues erzählen, was sehr wichtig ist, inshallah. Und führen wir fort, wie auch mit den anderen Aufnahmen, mit den Vers des Korans, was Allah subhanahu wa ta'ala, womit Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen, indem er gesagt hat, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Und was euch der Gesandte gibt, das nehmt ihr an, und was er euch untersagt, dessen enthaltet euch und fürchtet Allah, wahrlich Allah ist streng im Strafen. Wie wir letztes Mal gelesen haben von Abu Huraira, von in Sahih al-Bukhari steht folgendes geschrieben: ما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبْ وَلَا أَكْتُبْ. Das heißt, es war niemand zwischen die Freunde des Propheten, der mehr schrieb, der mehr Hadith ausgesprochen hat, als ich, außer Abdullah ibn Amru, der konnte schreiben und ich konnte nicht. Das heißt, der Unterschied zwischen mir und Abdullah ibn Amru, dass er schrieb und ich nicht. Das heißt, hier raus entnehmen wir, dass damals geschrieben wurde. Der Hadith wurde geschrieben. So, dafür nehmen wir als Unterstützung Musnad Ahmad ibn Hanbal, Band 2, Hadith Nummer, also Musnad Ahmad ibn Hanbal, Hadith Nummer 6763 steht folgendes. Hadith Nummer 6763. So, diese Anana brauchen wir nicht. Kuntu aktubu kulla shay'in. Also hier Abdullah ibn Amru als Bestätigung von dem, was Abu Huraira gesagt hat. Kuntu aktubu kulla shay'in asma'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam urid hifdha. Das heißt, ich habe alles geschrieben, was ich von den Propheten gehört habe, mit dem Ziel, dieses zu behalten. Also er wollte das schreiben, damit er das nicht vergisst. فَنَهَتْنِي قُرَيْشِ عَنْ ذَلِكَ وَقَالُوا تَكْتُبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَكْتُبُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ فِي الْغَضَبِ وَرِضَى. Das heißt, schreibst du über den Propheten und der Prophet spricht, indem er manchmal zornig, manchmal er zufrieden ist. فَأَمْسَكْتُ. Dann habe ich aufgehört zu schreiben, sagte er. حَتَّى ذَكَّرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ. Bis ich das dem Propheten weiter erzählt habe. فَقَالَ اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ. Das heißt, schreib. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا الْحَقِّ. So. Das Gleiche befindet sich auch in anderen
Hadith-Nummer, unter anderem Hadith-Überlieferungsnummer von Abdullah ibn Amru. Also dieser Musnad von Abdullah ibn Amru auch. Genau. Hier, der Musnad von Abdullah ibn Amru. Also hier ist zu lesen, da muss man ein bisschen üben hier, weil wir das jetzt die neue Methode benutzen, damit man nicht rätselt. So. Weiter. So. Also hier gucken wir zusammen. So. Hadith Nummer 6981, auch von Abdullah ibn Amru ibn al-As, قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أفأكتبها. Er fragte ihn hier: Ich höre von dir Sachen, soll ich sie schreiben? قال: نعم. قلت في الغضب والرضا. Das heißt, wenn du zornig bist und auch wenn du zufrieden bist. قال نعم فإني لا أقول فيها فيهما إلا حقا. Das heißt, ja, währenddessen, während ich zornig oder zufrieden bin, ich sag nur حقا, nur rechts, nur rechtes. Also hier 6981. So geht das weiter. Davor ist noch ein Hadith, 6979, auch über diesen Abdullah ibn Amru. Also hier geht es anders. An jaddihi qala qultu ya rasulullah an inna nasma'u minka ahadith la nahfaduha afala naktubuha. Das heißt, wir hören von dir Hadithe, die wir nicht behalten können. Sollen wir sie schreiben? Sagte er: bala faktubuha. Ihr sollt sie schreiben. So, hier haben wir herausgenommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wortwörtlich gesagt hat, dass wir die Ahadith schreiben sollen. Also die Sahaba sollten die Ahadith schreiben. Bis da ist alles okay. Das wäre schön, wenn wir diese Ahadith zumindest von Abdullah ibn Amru bekommen hätten. Aber leider, wir haben nichts, gar nichts in Hand von dem, was die Sahaba geschrieben haben. So, ich lese euch was von Al-Dhahabi vor und dann gebe ich euch die Quellen, inshallah. Also das ist hier A'lam al-Nubala, Al-Dhahabi Band 2, Seite 601. Also wir sparen diese An'ana. Sagt, qala wallahi ma mata Umar ibn al-Khattab. Also dieser Al-Dhahabi sagt, wallahi ma mata Umar ibn al-Khattab hatta ba'atha ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Umar ibn al-Khattab starb nicht, bis er nach den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt hat, dass sie zu ihm kommen. Fajama'ahum min al-Afaqi. Der hat sie alle zusammengetan. Min al-Afaqi, von jedem Horizont sozusagen. So, min al-Afaq Abdullah wa Hudhayfa, also hier Abdullah ibn Amr, wa Hudhayfa, wa Ubay, wa Abi Darda, wa Abi Dharr, wa Uqba ibn Amir, faqala ma hadhihi al-ahadith allati afshaytum an Rasulillah. Fragte er sie, was sind diese Ahadith, was ihr verbreitet über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? So, fil Afaq, überall habt ihr diese Ahadith verbreitet. Faqalu atanhana. Er sagt, die fragten ihn, verbietest du uns? Dann sagte er, la aqimu indi, la wallah, la tufariquni ma ishtu, fanahnu a'lam ma na'khudhu wa naruddu alaykum fama faraquhu hatta mat. Er hat sie eingesperrt bei sich zu Hause. Er sagt, ihr bleibt hier bei mir. Wallah, ihr werdet nicht von mir trennen, bis ich sterbe. Als sie ihn gefragt haben, verbietest du uns, das heißt, er hat sie eingesammelt bei sich zu Hause, versammelt bei sich zu Hause, damit sie diese Ahadith nicht weiter verbreiten. Und er hat sie eingesperrt und sagt, bleibt ihr bei mir, bis ich sterbe. So, in Ibn Asakir, also Ibn Asakir hat das auch herausgegeben, in Band 40, Seite 500, hat das herausgegeben und
Auch Al-Dhahabi hat das herausgegeben und Sharh Mushkil Al-Athar hat das, also in dem Buch wurde auch herausgegeben. Ibn Sha'ib al-Arnaut hat diese Bücher überprüft und bestätigt, dass sie sahih sind, was da überliefert ist. Also er hat sie eingesperrt, bis er gestorben ist, damit sie die Ahadith nicht verbreiten. So, weiter geht es. Sag wa gama haddathana Ibrahim ibn Marzuq, haddathana Abu Amir, haddathana Abdullah ibn Ja'far, an Sa'd ibn Ibrahim, an al-Sha'bi, an Qurda, au Qarada ibn Ka'b, qala, aradtu al-Iraqa fi nafarin min qawmi. Also dieser Qurda ibn Ka'b sagt, ich wollte nach Irak mit ein paar Leuten von meiner Gemeinde. فقال عمر إنكم ستجدون للناس تهدير النحل بالقرآن. Bevor sie weggegangen sind, Umar sagte zu denen, ihr werdet welche treffen, die dort den Koran lesen. Also die haben so eine, wie die Bienen hören sich an, wie diesen Brumm von Bienen. So. فلا تلفتوهم أقل الحديثة. Ihr sollt sie nicht abhalten von ihrer Koranlesung. Ihr müsst eure Hadith vermindern. Also nicht viel Hadith verbreiten. Also keine Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sharikukum. Und ich bin mit euch. So, dies befindet sich in Sharh Mushkil Athar, Band 16 und 15, auf Seite 319. Band 16 auf Seite, Band 15 auf Seite 319. So, und dann sagt hier Al-Dhahabi selber, قُلْتُ هَكَذَا هُوَ كَانَ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. So war Umar, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. يقول, so hat er immer gesagt, أَقِلُّ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. Ihr sollt weniger über den Propheten reden. Also so wenig wie möglich. وَزَجَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. Er hat mehrere Sahaba so gestoßen, so an Beth al-Hadith. Wenn sie Ahadithe ausgesprochen haben, er hat sie gestoßen sozusagen oder angemacht. وَهَذَا مَذْهَبٌ لِعُمَرْ وَلِغَيْرِهِ. Er sagt, das ist der Weg von Umar und von anderen. Das befindet sich in Sir A'lam al-Nubala, al-Dhahabi, Band 2, Seite 600. Er sagt auch Al-Dhahabi selber. Er sagt Lillahi alaik, idha kana al-ikthar min al-hadith fi dawlati Umar. Das heißt in der Staatszeit von Umar, Regierungszeit von Umar, war dieses häufig Aussprechen der Ahadith verboten von Umar, obwohl dass sie wahrhaftig waren, die Sahaba. Und dass sie gerecht waren. Und da man überhaupt kein Isnad gebraucht hat, keine Überlieferungskette, weil das sind die Sahaba, da braucht man keine Überlieferungskette. Er sagt, da war keine Überlieferungsketten nötig. Obwohl, dass sie gerecht waren, obwohl, dass sie wahrhaftig waren und Omar hat ihnen die Ahadith verboten auszusprechen. So. Und auch sagte er, wobei ein Sahabi vielleicht jung war, der noch nicht mal graue Haare bekam. Das heißt, so fit waren sie und trotzdem Umar hat sie verboten, die Ahadith zu verbreiten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sagt, schreibt, hadithu, uktubu, das heißt, spricht aus meine Ahadith, verbreitet meine Ahadith, schreibt meine Ahadith und Umar verbietet die Ahadith von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sogar nicht nur das, sondern einige Sahaben haben Schläge gekriegt, wenn sie irgendwas ausgesprochen haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dazu kommen wir natürlich. Darunter war Umar, hier Abu Huraira. So und dann auf jeden Fall, das erklärt er in diesem gleichen Juzu und dann geht das weiter, indem er sagt, zum Beispiel, فما ظنك بالإكثار من روايات الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد. Das heißt, was würden wir denn dazu sagen über diese Ahadith, die überliefert werden durch mehrere Überlieferungsketten und die fremd sind, also fremd Manakir, die
abscheulich sind oder beziehungsweise abgelehnte Ahadith, die ein Mensch nicht akzeptieren kann. In der Zeit von Al-Dhahabi, ne, redet er von diesem Menschen. Wal-mustahilu fil usuli wal-furu', das heißt, was normalerweise unmöglich ist in Usul und Furu', das, was verbreitet wird an Ahadith. Wal-malahim wal-zuhud, nas'alullah al-afiyah, das heißt, wir suchen die Afiyah bei Allah subhanahu wa ta'ala. Faman rawa thalika ma'almihi bi-butlanihi wa-gharra al-mu'minina, fahada zalimun li-nafsihi. Das heißt, wer erzählt und er weiß, dass das hier falsch ist, was er erzählt hat oder was er erzählt, und dadurch verwirrt die Menschen die Gläubigen oder beziehungsweise er verführt sie damit. فهذا ظالم النفس هي, der macht sich selbst unrecht. جان على السنن والآثار, das heißt er schmiedet hier natürlich die Überträger der Ahadithe, diejenigen, die absichtlich über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lügen. Ibn Sa'ad in seinen Tabaqat hat herausgegeben, dieses finden wir natürlich, wenn ihr euch schlau machen wollt. Also diese von Ibn Tabaqat Ibn Sa'ad befindet sich hier, wenn du das zum Beispiel www.yasub.com, das ist auch eine sunnitische Seite. Diese, da kommt Tabaqat Ibn Sa'ad, Tabaqat al-Kubra von Ibn Sa'ad, Band 4 und so weiter. Dort findest du diesen Hadith, was ich zitieren werde. So, also in die auf dieser Seite. Ihr geht hier drauf und dort könnt ihr alles überprüfen, was ich bis jetzt von Ibn Sa'ad herausgegeben habe. So, was steht da in Tabaqat ibn Sa'ad? An Abdullah ibn al-Ala qala sa'altu al-Qasim yumli alayya ahadithin faqal inna al-ahaditha kasurat ala ahdi Umar ibn al-Khattab fa'anshada an-nasa an ya'tuhu biha falamma atuhu biha amara bitahriqiha. Das heißt, die Ahadith haben sich verbreitet in der Zeit von Umar ibn al-Khattab. Warum in der Zeit von Umar ibn al-Khattab? Weil Abu Bakr natürlich hat das verboten in seiner Zeit. Jetzt haben sie gedacht, in Umars Zeit dürfen sie dann Ahadith verbreiten. Haben sie angefangen, die Ahadith weiter zu verbreiten. Dann hat Umar diese Menschen gerufen und ihren Ahadith, die sie selber geschrieben haben, natürlich was der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, zu schreiben. Auch, weil wir haben die nicht mehr in der Hand. Da findest du keine Spuren mehr davon. Hat er dann befohlen, dass diese Menschen zu ihm kommen, hat er das, was sie in ihren Händen hatten, gesammelt und angezündet. Vernichtet. Die Vernichtung des Sunna im wahren Sinne des Wortes sozusagen. So, jetzt ist noch was. Was sehr wichtig ist. Bei den Ahlus Sunna wal Jamaa und bei uns auch, wir wissen, dass Umar ibn Khattab in seiner Zeit hat versucht, die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verbreiten. Er wollte es ausbauen, also verbreiten, weil die Muslimen haben sich vermehrt in der Zeit. Dann was macht der Umar? Er schickt zu Al-Abbas, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er dort auch sein Eigentum hatte, der in der Nähe war, was er in der Nähe hatte. So, dann sagte er zu ihm, hier steht, lesen wir von Tabaqat ibn Sa'ad. Er sagt: قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو أمية ابن يعلى عن سالم عن أبي النضر قال لما كثر المسلمون في عهد عمر ضاق بهم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من الدور إلا دار العباس. Also als die Muslime sich vermehrt haben, da war eng, also die Moschee ist eng geworden. So, dann hat Umar die Häuser gekauft, die um den Masjid herum, also um den Moschee herum sind, bis auf das Haus von Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, also der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die Häuser der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar al-Abbas, sagte Umar zu Abbas, sag, وقد ابتعت ما حوله من المنازل نوسع بها على المسلمين. Erzählte ihnen, ich habe so viele Häuser gekauft und so, dass wir dann diese Moschee vergrößern können. Dann sagte zu ihnen, wie sieht das aus mit deinem Haus? Ich möchte gerne auch dein Haus kaufen. اختر مني احد الثلاث. Du hast drei Wahlen. إما أن تبيعنيها. Das heißt, entweder verkaufst du mir das Haus. Bima shi'ta min bayt al-mal, von dem Haus des Geldes der Muslime, gebe ich dir alles, was du möchtest. Min bayt al-muslimin. Wa imma
an akhtutuka haythu shi'tu min al-Madina. Das heißt, oder wir tauschen. Ich gebe dir einen anderen Platz, Bauplatz in Medina. Wa abniha lak, und baue ich dir da dort auf, also baue ich dir dort dein Haus. Min bayti mal al-Muslimin, aus dem Geld der Muslime. Natürlich nicht von seiner eigenen Tasche. Wa amma an tasaddaq biha ala al-Muslimin. Oder du machst Sadaqa, gibst du dein Haus Sadaqa für die Muslime. So, und damit können wir diese Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam vergrößern. Faqala la wallahi la wahidatan minha. Er sagt, wallah, gar nichts von diesem, was du mir anbietest. Also nichts von drei. Das von dem, was du anbietest, möchte ich nicht. Mache ich nicht. Faqala Umar, ij'al bayni wa baynaka man shi'. Such jemand zwischen uns zum Richten. Wen du möchtest. Faqala Ubay ibn Ka'ab. Ich möchte, dass Ubay ibn Ka'ab zwischen uns richtet. Jetzt. Fantalaqa ila Ubay. فَقَصَّى عَلَيْهِ الْقُصَّةِ فَقَالَ أُبَيْ إِنْ شُؤْتُمَا حَدَّثْتُكُمَا بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sie sind zu ihm gegangen und hat er gesagt, wenn ihr möchtet, ich erzähle euch, was mir der Prophet gesagt hat, صلى الله عليه وسلم. So. فَقَالَ حَدِّثْنَا. Haben sie gesagt, erzähl uns. فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى داود أَنْ ابْنِي لِي بَيْتًا أذكر فيه فخط له هذه. So dann sagte zu ihm, Allah sagte zu Dawud, der Prophet hat zu Ubay ibn Ka'ab gesagt, erzählt, dass Allah zu Dawud herabgesandt hat, indem er ihm gesagt hat, bau für mich einen Haus auf, so dass ich dort erwähnt werde. So. حدثت بحديث سمعته إن الله أوحى إلى داود اذكر في خط هذه الخطة خطه بيت المقدس فإذا ترى بيعه بيت رجل من بني إسرائيل فسأله داود أن يبيعه. Auf jeden Fall erzählte ihn hier eine Geschichte. Die Geschichte von Dawud, dass einer von Ben Israel gekommen ist und hat ihn gefragt, ob er das verkaufen würde und was weiß ich. Auf jeden Fall, was kommen wir jetzt zu dem Endergebnis, dass Umar war nicht damit einverstanden, was er von Ubay ibn Ka'ab gehört hat. Qala. Also, er sagt. Qala fa'akhadha Umar bima jami'i thiyab Ubay ibn Ka'ab. Er hat ihn an seine Klamotten gepackt. Umar al-Khattab. بسيابه وقال جئتك بشيء فجئت بما هو أشد منه. Das heißt, ich habe dir was hervorgebracht und bringst du mir was noch schlimmer ist. Das heißt, ich bringe dir drei Angebote und du machst mir noch die Sache noch verzwickter, noch schwerer. Das heißt, er hat den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgelehnt. Warum? Weil er will seinen Plan durchsetzen. So. لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتْ. Entweder du lässt das, was du gesagt hast. فَجَاءَ يَقُودُ حَتَّ أَدْخَلَهُ الْمَسْجِدْ. Er hat ihn gezogen an seine Klamotten, bis er ihn in die Moschee hineingebracht hat. فَأَوْقَفَهُ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ. Guck mal, wie er mit den Sahaba, die Gefährten des Propheten, umgegangen ist. Nur weil sie das getan haben, was der Prophet ihnen befohlen hat. Auszusprechen das, was sie gehört haben. Hadith, anni, uktub, und so weiter und so fort. So, auf jeden Fall, er nahm ihn so fest an seine Klamotten, zog er ihn, bis er zu einem Sitz, so einen Sitzkreis von den Sahaba gebracht hat, in der Moschee. So, فَأَوْقَفَهُ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَبُو ذَرْ. Dort war Abu Dharr. فَقَالَ إني نشدت الله. Ich frage euch bei Allah. Rajulan, ein Mann, der dem Propheten das sagen gehört hat. Also das gehört, was der hier behauptet. يذكر حديث بيت المقدس حين أمر الله داود erzählt ihnen über den. فقال أبو ذر. Abu Dharr sagt, ich habe gehört. وقال آخر. Noch ein Sahabi sagt, ich habe gehört. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل عمر أبيا. Dann hat er nach Ubay ibn Ka'ab. Er hat ihn geschickt. وأقبل أبي على عمر فقال يا عمر أتتهمني. Das heißt, O Umar, beschuldigst du mich, dass ich lüge?
Was sagt Omar? Dass ich über Rasulullah lüge? Sallallahu alaihi wasallam. Faqala Omar, ja Abul Mundir, la wallahi, ma attahamtuka. Das heißt, ich habe dich nicht beschuldigt. Walakinni karahtu an yakuna al-haditha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zahira. Ich hasse, dass der Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erscheint. Dass das erscheinen bleibt. Dass das in der Erscheinung bleibt, sozusagen. Verbreitet bleibt, sozusagen. Das heißt, ihn hat das nicht gepasst, dass dieser Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder die Ahadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam verbreitet werden. Jetzt, es gibt was Neues. Ein Prediger hier von Al-Sunnah wal-Jama'ah erzählt uns was Schönes. Können wir zusammen hören, inshallah. Und reden wir darüber. فلما في يوم من الايام المسلمين وجدوا في الايه وجدوا في القادسيه جثه مين؟ جثه مين؟ دانيال النبي. Er sagt, als die Muslime in Qadisiyah waren, was haben sie gefunden? Kannst du da lassen? Also er sagte, Daniel al-Nabi. Sie haben die Leiche von Daniel al-Nabi gefunden in Qadisiyah, also in Beit al-Maqdis, dort, wo Umar hier angeblich erobert hätte. Was Umar erobert hätte. Daniel. Also Nabi Daniel, der Prophet Daniel, hat dabei ein Buch, sein Buch mitgehabt. Er sagt, kennt ihr die Geschichte? Sagen die nein natürlich. Hier erzählt er weiter. Natürlich, Omar war in Medina, als sie Beit al-Maqdis erobert haben. Da haben sie ihn nach ihm zu ihm geschickt, haben sie gefragt, was machen wir jetzt mit denen, mit der Leiche und was machen wir mit dem Buch? Stellt euch mal vor, liebe Geschwister, also ihr habt ein Buch von Nabi Daniel, von einem Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Was passiert jetzt damit? Also, dann haben sie ihn gefragt, was machen wir damit? Er sagt, er hat befohlen, dass sie 13 Gräber graben und ihn irgendwo begraben zwischen diese 13. Er sagt, warum macht der Omar das? Damit man nicht weiß, wo Nabiullah Daniel begraben ist, damit man diesen Grab nicht besucht. Das heißt, diesen Verbot der Besuchen der Gräber wurde von Omar aufgehoben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكرهم بيوم القيامة. Das heißt, ich habe euch davor verboten, die Gräber zu besuchen. So besucht sie doch. Das heißt, ein Befehl. Besucht sie doch, denn das erinnert euch an Yawm al-Qiyama. Und Omar hier, was macht er? Mit einer Leiche von einem Propheten. Verlasst das irgendwo so untergehen, dass man nicht weiß, wo der Daniel, Salamullah alayh, Nabiullah Daniel, begraben ist. So, jetzt, was macht er mit dem Buch? Hören wir. فقال عمر احرقوه فلو كان فيه خيرا لو كان موجود فيه حق فما عندكم حق منه ولو كان فيه شرا فهذا أقدر من نعمل الخلص. So, hier ist eine Vernichtung Allahs Buchs, Prophetenbuch. Eine Vernichtung Prophetenbuch. Also er sagt dir, verbrennt mal dieses Buch. Denn wenn da drinnen irgendwas Hak ist, wir haben das, was bei uns Hak, mehr Hak als diesen. Das heißt der Koran. Und wenn das drinnen Batel ist, das heißt ein Prophet schreibt Batel, dann haben wir diesen Batel verbrannt. So, aber was sagt uns As-Suyuti über Umar al-Khattab? Was sagt As-Suyuti über Umar al-Khattab? As-Suyuti sagt in seinem Durr al-Mansur, Band 5, Seite 148, über Al-Hasan an Umar al-Khattab, qal. Das, dieser Hadith ist über Umar al-Khattab. Sagte es zu dem Propheten, Ja Rasulullah, Inna ahl al-Kitab yuhadithuna bi ahadithin qad akhadat bi qulubina. Das heißt, die Leute der Schriften, Juden und Christen, erzählen sie uns etwas, was unsere Herzen zieht. Nimmt, also zieht unsere Herzen an. Das, was wir hören von denen.
Eine andere Überlieferung steht, dass Rasulullah s.a.w. zornig war auf Umar, weil er mehrmals das gesagt hat. Dann sagt er zu ihm, فَقَالَ يَبْنَ الْخَطَّابِ O Sohn von Ibn al-Khattab, أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى Das heißt, seid ihr in Zweifel? So wie die Juden und die Christen auch in Zweifel waren? Das hat Jalal al-Din Suyuti in seinem Buch, Tafsir-Buch, Ad-Dur al-Mansur, Band 5, Seite 148. Das heißt, in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wollte dem Propheten und seine Aussagen und das Buch Allah subhanahu wa ta'ala mit dem ersetzen, was er von den Juden und Christen gehört hat. Und als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist, wollte er das vernichten, was der Prophet sallallahu oder hat er vernichtet, was der laut ihrer Überlieferungen vernichtet, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und nicht nur, was der Prophet gesagt hat, was alle anderen Propheten mit sich genommen haben. So wurde sogar hiermit bestätigt jetzt aus dem Munde der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, die Wahhabiten natürlich, dass das Buch von Daniel, Nabiullah Daniel, salamullah alaih, verbrannt, vernichtet wurde durch Umar. In dem Buch könnte der Name von Muhammad sallallahu alaihi wasallam stehen. Und so ein altes Buch in der Hand zu haben, von einem Prophet, wir glauben an diese Propheten auch, wäre eine Bestätigung für uns gegen Nicht-Muslime, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wahrhaftiger Gesandter ist und nicht ein Lügner oder ein Magier oder was weiß ich, was sie immer gegen ihn erdichten. Hiermit beenden wir den sechsten Teil dieser Vernichtung der Sunna und inshallah treffen wir uns bei dem siebten Teil und irgendwann werden wir ja bestätigen, wie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufgehoben wurde durch den Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hinterlassen hat. Ich hinterlasse euch zwei gewichtigen Dinge, wenn ihr euch daran haltet, werdet ihr nie verloren gehen. Das Buch Allahs und meine Familie, meine Familie, meine Familie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.